Lass das mal. Naja, so können wir es natürlich auch machen. Ich war ein Idiot. Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute das Unboxing der Juggernaut Edition. Leider kam sie bei mir erst einen Tag später an. Ich habe sie ja von Amazon bestellt, aber das war kein Problem. Amazon hat mir einfach mal einen 15-Euro-Gutschein als Entschädigung geschenkt und damit war die Sache dann auch gegessen, ja. So, immerhin ist er heute angekommen, heute Samstag, und ja, werde ich das Prachtstück doch jetzt mal. Als erstes irgendein Zettel, keine Ahnung, würde ich mich hier zur Seite legen. Dann etwas über Call of Duty AW. Es ist nun natürlich ein bisschen blöd jetzt wegen dem Handy, dass das vor dem Licht steht, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Gerade mal eben ein kurzer Cut, aber das hier müsste jetzt das Spiel sein. Hier in dieser Verpackung, das wird nämlich separat verpackt. Da gucke ich am besten mal direkt rein. Ich mache es mal eben hier auf. So schön im Luftpolster, ja, wie die Folie auch heißt. Hier sieht man, alles schön ordentlich verpackt. Hole ich mal raus, ist da noch was drin? Ne, alles leer. So, dann haben wir hier natürlich Black Ops 3. Wo ich mich natürlich schon richtig drauf freue, das zu spielen. Und ja, so sieht es nochmal von hinten aus für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Erstmal Zombie-Modus, Multiplayer. Boah, das wird geil. Ach du lieber Scholli, ach du lieber Scholli. Das ist doch mal ein Ding. Hier die Juggernaut Edition. Boah, den Karton werde ich mir auch irgendwo aufstellen. Freue ich mich schon richtig drauf. Also einfach mal so ein Mini-Kühlschrank hier von der Seite mit Call of Duty Logo nochmal. Hier. Ja. Also Call of Duty Black Ops. Von hinten was dabei ist, da haben wir natürlich den Kühlschrank dabei, das Steelbook, die Visitenkarten, die Bierdecke und natürlich die Zusatzinhalte wie The Giant, wo ich mich schon drauf freue, das Remake von der Riese, die beiden Waffentarnungen und natürlich der Season Pass, ganz klar, und halt noch ein Soundtrack, aber den werde ich mir sowieso nie anhören, glaube ich. Naja, egal. So, jetzt hole ich das schöne Ding auch mal raus. Naja, so kann man es natürlich auch machen. Ich war ein Idiot. Aber das sieht ja auch mega geil aus. Hier vorne Zombies. Was haben wir hier an der Seite? Noch mehr Zombies. Hier auch. So, Zombies. Und ja, zu guter Letzt ja auch nochmal Zombies. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass Treyarch dieses Mal sich wirklich ziemlich viel an Zombies orientiert hat. Ich persönlich bin ja ein großer Zombie-Fan und freue mich natürlich auch darüber, und ja, das war einfach so ein Kaufgrund für mich, gerade weil ich auch so ein bisschen sammle und so weiter. Wenn ich dann hier einfach so einen richtig geilen Juggernaut-Kühlschrank habe, naja, ich meine, kühlen soll er ja auch, ich meine, für die ein oder andere Dose mal im Sommer, aber mir ging es jetzt hauptsächlich um dieses Sammlerstück an sich, einfach so einen Juggernaut-Automaten von einem, ja. Also ich will jetzt nicht sagen meiner Lieblingsspiele, aber der Zombie-Modus ist wirklich so das, was ich an COD wirklich mit am meisten mag, weil der einfach grandios ist. So, und dann haben wir hier oben schon mal
So, hier haben wir Handcreme von Call of Duty. Nein, Spaß. Das hier sind die Bier... Oh, ging schwer auf. Die Bierdecke. So. Da haben wir einmal... Ich hole sie mal alle raus. Die scheinen ja auch richtig stabil zu sein. Das ist schön. So, haben wir einmal Juggernaut. Dann Quick Revive. So, mach ich mal. Quick Revive. Und Speed Cola. Und zu guter Letzt noch Double Tap. Ja. Also, die sind da alle dabei. Die werde ich mir irgendwie hinlegen oder so. Oder ja, was weiß ich. Ist halt so nice to have und so. Und hier haben wir dann auch noch das Steelbook, was ich ja wirklich so genial finde. Es sieht einfach nur richtig, richtig stark aus. Von vorne, von hinten, hier mit einem Zombie noch. Ich weiß jetzt nicht genau, was diese Karte darstellen soll. Aber es sieht einfach mega awesome aus. Und von innen sieht es dann so aus, so schwarz-weiß gehalten. Was kann man darauf erkennen? Den Soldaten. Ein bisschen abgenutzt in schwarz-weiß und ja, das war das Steelbook. So, was haben wir hier noch drin? Ja, hier, das hier müssten die Spezialistenkarten sein, die ganzen. Werde ich jetzt mal eben aufmachen. So, das geht doch auch. So, damit ihr es seht, so gehen die auf. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass die ein bisschen größer wären. Zumindest sah es in anderen Videos so aus. Also ich meine, die passen jetzt so genau auf meine Hand, wenn ich die mal hinlege. Natürlich ein bisschen größer. Aber okay, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alle von den Charakteren hießen. Deswegen zeige ich es euch jetzt einfach mal so vor. Hier mit dem Feuer. Das war der mit dem Flammenwerfer, soweit ich weiß. Hier, dieser, der konnte sich ja unsichtbar machen. Die haben ja immer zwei Fähigkeiten, aber ich kenne ja jetzt nicht alle. Bei ihr weiß ich das jetzt gar nicht mehr so genau. Hier natürlich die Bogenschützin. Das war wirklich einer meiner Lieblingscharaktere in der Beta. Dieser Cyborg mit dem MG. Also, den fand ich jetzt nie so dolle. Naja, jedem das seine. Und hier nochmal, da weiß ich nicht, ich meine, das wäre der diese Dildos in den Boden gerammt hat. Naja, ich weiß es gerade nicht genau. Und zu guter Letzt noch, den kenne ich gar nicht, also da kann ich gerade gar nichts zu sagen. Ah ne, doch nicht, hier haben wir noch eine, irgendwie so eine Asiatin, Grüße an Martin. Und sogar noch ein, ach nein, das war der die Dildos im Boden gerammt hat, da links und rechts, naja. Also, das hier waren alle Karten. Ich finde, sie sehen wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich ja sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, die eventuell sogar einzurahmen, um mir die dann mal hinzustellen. Weil ich meine, wo fährt man sowas denn? Sonst liegt es einfach nur irgendwo rum. Und ja, so, dann tue ich das hier mal rausziehen. Da waren die ganzen Sachen drin. Haben wir hier noch Gebrauchsanleitungen für den Kühlschrank. Ja, braucht wahrscheinlich eh keiner. Im Notfall kann man ja mal reingucken. Hier nochmal so zum Schutz der Dinger. Zum Schutz des Kühlschranks. Ja, das braucht man ja auch nicht. Und hier sehe ich schon etwas. Oh, oh, oh. Warte, ich tue das mal ein bisschen zur Seite schieben. So. Jetzt kommen zu Papa. Oh, boah, ist das Ding schwer. Oh, oh, oh. Oh, haben wir hier noch etwas drin. Unten haben wir hier auch nur noch so einen komischen Karton drin. Aber ich tue das mal hier an die Seite stellen, einfach mal zur Deko noch. Ja, hier ist der Juggernaut-Automat. Wirklich das, womit ich mich so am meisten drauf gefreut habe. Ja, tue ich immer aus der Schutzfolie rausholen, das schöne Ding. Komm her, Papa. So. Boah, der sieht aber auch nice aus. Hier natürlich noch ein Griff, wenn man den mal hochheben will, damit man irgendwie nicht von unten packen muss oder ich weiß nicht, ob man den auch mitnehmen kann oder was weiß ich. Und naja, dann mache ich ihn mal auf. So, oh, da kommt mir schon das erste entgegen. Ja, man sieht, wer weiß, wie groß ist der natürlich jetzt nicht. Ich mache nochmal so ein bisschen so. Wer weiß, wie groß ist der natürlich nicht. Aber das wusste ich auch im Vorhinein.
wie gesagt, mir geht es hauptsächlich um die Deko. Das mit dem Kühlen ist jetzt nur so eine Nebensache, so eine schöne Nebensache einfach. Und ich meine, hätte dieser Kühlschrank auch nicht dieses Juggernaut-Design, wäre so limitiert, dann würde der alleine vielleicht höchstens 40, 50 Euro kosten, wenn überhaupt. Aber das liegt ja alles wirklich an dieser limitierten Version und dieser Einzigartigkeit einfach. Und ja, das war wirklich so ausschlaggebend für mich, dass ich mir jetzt diese Edition hole. So, hier unten drin haben wir hier noch etwas. Ich hole es mal kurz raus. Ja, man kann natürlich noch die Dinger hier rausholen. Das habe ich vergessen zu sagen. Das ist auch sehr gut, weil ich meine, es sind ja nicht alle Dingens, alle Dosen gleich groß und so. Und so kann man jetzt da unten zum Beispiel zwei Monsterdosen als Beispiel hinstellen oder so. Ja. Naja. Hier haben wir jetzt noch Netzteile und so weiter davon. Also nichts Bedeutendes. Tue ich mal hier hinlegen. Und natürlich noch hier das, ich weiß nicht, wie man es nennt, was oben auf den Juggernaut-Automaten draufkommt mit LED und Soundausgabe. Das werde ich jetzt gleich mal alles zusammen aufbauen und dann werde ich euch das gleich nochmal zeigen mit dem Sound. Ich meine, jetzt habe ich schon 10 Minuten hinter mir gebracht. Ich tue es mal eben hier draufstecken. Warte. So, jetzt ist es richtig drauf. Und das sieht doch einfach nur ziemlich awesome aus. Boah, wie geil sieht der aus. Ich bitte euch, wie geil sieht der aus. Oh ja. So, sorry fürs Verwackelte. Da unten sieht man noch ein bisschen Müll. Naja, egal. Okay, das war's dann erstmal. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich noch, wenn ich den richtig hier stehen habe, beim Strom und so weiter, wie der dann Geräusche macht und wie die LEDs leuchten und so. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Kühlschrank jetzt aufgebaut. Habe ich hier auf meinem Schreibtisch stehen. Der ist nämlich groß genug. Darüber ein paar LEDs. Rechts habe ich noch diese Lampe. Und ja, wenn man auf den Kühlschrank guckt, was fällt einem als erstes auf? Natürlich oben die LEDs oder das LED-Licht. Das sieht sehr, sehr stark aus, finde ich, gerade im Dunkeln und so. Man kann natürlich den Kühlschrank jetzt nicht, wer weiß, wie gut sehen. Wegen der Kamera einfach. Ich sehe natürlich deutlich besser, aber da kann ich nichts dran ändern. Unten habe ich zum Vergleich mal kurz einen PS4-Controller hingestellt, damit ihr mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, wie groß der ungefähr ist. Und der macht ja auch noch Soundgeräusche, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen zeige ich euch die jetzt mal. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Drei verschiedene Sounds macht der Kühlschrank. Ich hätte mich mehr darüber gefreut, wenn da noch eventuell dieser Mystery Box Sound drin wäre. Aber trotzdem, die Sounds finde ich mega awesome. Und besonders den, wenn die Runde endet natürlich. Und ja, das soll es dann von mir erstmal gewesen sein. Das hier war mein Unboxing. Ist natürlich nicht das beste Unboxing gewesen. Habe noch nicht viele Unboxings gemacht. Aber wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Reborn XHD und zockt fleißig Black Ops 3. Ciao!